Niederländische und deutsche Rettungsdienste haben vergangenen Mittwoch an einer grenzüberschreitenden Katastrophenschutzübung teilgenommen. In Deutschland wurde ein Notfallszenario am Morgen simuliert, gefolgt von einem Buszugunfall in Enschede am Nachmittag. Die Übung bot wertvolle Erkenntnisse zur Verbesserung der Zusammenarbeit der Einsatzkräfte. Theo Klein-Bläumink von der VNOG betont die Bedeutung deutscher Unterstützung bei größeren Notfällen. Der Fokus lag auf der Optimierung der Zusammenarbeit, trotz der unterschiedlichen Vorgehensweisen der Länder.